Hallo und herzlich willkommen hier auf SICK Enterprises. Ich bin Ishmar und heute reden wir über das Map- und Level-Design von Halo 5 Guardians. Die meisten hier kennen mich und wissen, dass ich seit Halo Combat Evolved im Franchise am Start bin. Und ich muss sagen, ich mag keine Spielereihe, keine Filmereihe, keine Serie so sehr wie Halo. Halo 5 hat seine offensichtlichen Schwächen. Nichtsdestotrotz hat es meiner Meinung nach einen starken Aufwärtstrend nach Halo 4 gegeben und ich bin mit dem Spiel an sich komplett zufrieden und spiele es seit Release und bereue es nicht, weil es eigentlich easy mit allen anderen Shootern mithalten kann, also von daher gibt es darin nichts auszusetzen. Aber da ist eine spezielle Sache, die bisher im Internet nicht komplett totgeredet wurde, wie die schlechte Kampagne, ich bin Agent Locke, oder dass es Sprint in dem Spiel gibt, so wie in jedem anderen Spiel auch und da complaint keiner rum, aber nichtsdestotrotz, oder dass man keine Eliten spielen kann. Eliten. Und das ist, wie das Spiel aussieht. Dabei will ich nicht von der Grafik an sich sprechen, sondern eher vom Artstyle und der Stimmung mancher Bereiche. Vorneweg, es gibt gute Beispiele, bei denen Halo 5 einfach nur richtig gut aussieht. Da denke ich an Maps wie Multen mit seinem cleveren Einsatz von Lava und Eis. Overgrowth mit seinem durchwachsenen Sumpf mitten in der Metropole. Tork mit seinem phänomenalen Schattenspiel mit den Lichtern des Alls. Truth mit der düsteren Eleganz der Allianz. Oder Tyrant, die Map mitten im Asteri... Oder Tyrant, die Map mitten im Asteroiden. Was ist denn das? Auch die Level auf Sing Helios müssen dabei angesprochen werden, also die in der Kampagne, die sind auch phänomenal. Was ist das? Ich meine, ja, die Map Colosseum zeigt gute Ansätze, aber in der Komplettbetrachtung ist das Crap. Schon vor Release fiel mir das von Forerunner Grau in Grau auf. Das hat Free for Free Industries ja ziemlich gut drauf, das hat die Vergangenheit gezeigt. Klar wurde da mit Farben gearbeitet und da ist ein bisschen Grün bei, aber meiner Meinung nach macht es die Map nur schäbiger. Werfen wir einen Blick auf die Skybox. Nun vergleichen wir das doch mal mit ein paar Maps aus Halo 2 Anniversary. So schön! Ist so schön! Ich meine, fuck! Seriously? Was ist das? Sehen wir uns mit an. Und jetzt sehen wir uns Ring auf Shrine an. Und das zeigt eines der Probleme von Halo 5 ganz gut. Natur kommt kaum zum Einsatz. Klar, viele Maps haben Natur. Klar wächst mal Gras, klar liegt mal ein Stein rum, überwiegen tut aber das Blutsvätergrau. Oder bei Maps wie Fathom oder Eden überwiegt diese typische menschliche Bauweise. Weiße Wände. Überall. Weiße Wände everywhere. Warzone hat ähnliche Probleme. Alle Maps teilen sich diese ungeheuer hässlichen UNSC-Basen. Die Warzone-Maps können noch so schön sein. Diese Basen sind völliger Kot. Ich hasse den Anblick von Fathom und Colosseum. Damit will ich nicht sagen, dass man schlecht auf ihnen spielt. Der Spielfluss ist, wie auf fast allen Halo 5-Maps, grandios.
reden wir kurz über die Kampagne. Wie gesagt, gefallen mir die Sengilios Level sehr. Sehen super aus, die Statuen elitärer Helden sind imposant und lassen einen wirklich in die Heimatwelt der Eliten versinken. Aber dann haben wir das. Ja, ich bin der Master Chief. Los, Freunde, lasst uns... Moment mal. Das kenne ich doch irgendwie. Ja! Das ist einfach nur ein klares Zeichen für Unkreativität. Halo hat uns stets an immer neue, besondere Orte gebracht. Hätte ich da links gemusst? So, um das Ganze abzuschließen, schweife ich nochmal kurz von den Maps ab und bleibe bei Design. Die Waffenskins sind teilweise einfach nur fucking hässlich, was ja nur das geringste Problem ist. Ich weise mal dezent auf das. So, das war meine kurze, bescheidene Meinung zu Halo 5's Map-Design. Halo 5 bleibt trotzdem ein tolles Spiel, bis auf seine bekannten Schwächen, und ich werde es mit voller Freude weiterspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst uns mal in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht und was eure Lieblingsmap der Halo-Reihe in Fragen Design ist. Ich bin Eschmar. Auf Wiedersehen.